Hallo, liebe Verfassungsschützer. Nein, ich meine nicht die unzweifelhaft hier rumlaufenden offiziellen Verfassungsschützer, die uns wahrscheinlich alle aufnehmen, unseren Namen ermitteln und uns dann in irgendwelchen Datenbanken als potenzielle Gefährder einstufen, anstatt ihrer eigentlichen Aufgabe nachzugehen und zum Beispiel irgendwelche mörderischen Verbrecherbanden zu jagen, die 10 Jahre lang in der Lage sind, in Deutschland Untaten anzurichten. Ja, ich meine uns, die hier Versammelten, die echten Verfassungsschützer, Menschen, die für die Menschenrechte, die Grundrechte und die Demokratie auf die Straße gehen, die gegen den faktisch bereits existierenden Überwachungsstaat protestieren, mit absolut friedlichen Mitteln. Euch meine ich, uns. Die mit dieser Demonstration, mit vielen weiteren gleichzeitig stattfindenden Aktionen und im Höhepunkt in wenigen Wochen, Freiheit statt Angst, zeigen werden, dass wir noch nicht aufgegeben haben. Als Pirat könnte ich jetzt sagen, dass wir seit 7 Jahren vor genau diesen Sachen warnen. Dass wir die Einzigen sind, die den Datenschutz in den letzten Jahren glaubwürdig vertreten haben. Und dass wir uns in den Parlamenten für Demokratie, Grundrechte und Datenschutz einsetzen würden. Aber das werde ich nicht machen. Denn das wäre ja Wahlkampf und außerdem ziemlich arrogant. Ich könnte euch auch davon erzählen, dass die Grünen in der Regierung einige Überwachungsgesetze mitgetragen haben und dass bei den Grünen nicht nur klammheimlich einige wieder die Einführung von Zensurgesetzen oder anderen Sachen fordern. Aber das werde ich auch nicht machen, denn das wäre ja gegenüber unseren Bündnisfreunden ziemlich unhöflich. Ich könnte auch davon erzählen, dass die FDP unter Herrn Hahn vor 2 Monaten hier in Hessen die Bestandsdatenauskunft durchgewunken hat. Ich könnte davon erzählen, dass die FDP in dieser Regierung alles mitgetragen hat, was der Koalitionspartner CDU aufgebracht hat. Aber das werde ich nicht machen, denn das wäre ja ganz schön regierungskritisch. Ich könnte auch über die SPD. Ah, nee, vergessen wir die SPD, das lohnt nicht mehr. Darüber lohnt es sich nicht mehr, was zu sagen. Nein, ich möchte nicht wie üblich über die Politik schimpfen. Ich möchte die Gemeinsamkeiten und die Chancen herausarbeiten. Denn ich weiß nicht, ob aus Dummheit oder aus Absicht in den anderen Parteien so viele für die totale Überwachung sind. Und ich weiß auch nicht, was davon ich schlimmer finden würde. Aber ich weiß, dass es überall in all diesen Gruppierungen Leute gibt, die auf unserer Seite sind. Und diese Leute müssen wir stützen, unterstützen und finden. Wir müssen mit denen eine gemeinschaftliche politische Allianz der Verfassungsschützer bilden. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Das ist mir ganz klar. Das sollte uns allen klar sein. Aber ich gehe davon aus, dass die ganzen hier teilnehmenden politischen Verantwortlichen ab heute zurück an ihre Arbeit gehen und all die Überwachungsgesetze stoppen, die sie vorher gemeinschaftlich verbockt haben. Ich denke, das wäre ein Zeichen des guten Willens, wer heute hier anwesend war. Und außerdem könntet ihr euch von lupenreinen Verfassungsschützern zu echten Verfassungsschützern wandeln. Und wir hier, die, naja, große, okay, die versammelte Masse, wir werden sie dabei überwachen. Ja, leider ist es nötig geworden, die Politiker zu überwachen, denn who watches the watchers? Das können nur wir sein. Wir müssen jedes Gesetzesvorhaben abklopfen. Wir müssen jedes Abstimmungsverhalten offenlegen. Und wir müssen die verdammte Bigotterie, die diese Politiker zeigen, offenlegen. Ich denke, wir sind dazu bereit. Ich bin es.
Mein Name ist Ernst-Johann Preußer, ich kandidiere für die Piratenpartei, für den Hessischen Landtag und ich bin wie ihr ein Verfassungsschützer. Vielen Dank. Voll.